Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Samstag, den 20. Winter und heute hat die gute Evelyn Geburtstag. Ja, heißt im Verlaufe des Parts werden wir selbstverständlich mit einem Geburtstagsgeschenk bei der alten Dame auftauchen. Abgesehen davon möchte ich heute so ein bisschen im Gewächshaus weiterarbeiten. Dann will ich auf jeden Fall in die Mine gehen. Ja, wir brauchen Eisen und Gold. Schauen wir mal, wie viel wir so zusammenkratzen können. Und ich würde ganz gerne mal ein, zwei Bücher in der Bücherei lesen. Ja, habe ich schon seit längerem vor. Und ich dachte mir, das Thema gehen wir heute einfach mal an. Ja, schauen wir mal, wie viel wir so schaffen. Ist natürlich mal wieder ein sehr, sehr ambitionierter Plan, den ich mir gemacht habe. So, was sagt denn der Wahrsager? Die Geister sind heute sehr glücklich, holy moly! Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Jo, unser Lucky Day. Hey! Fängt gut an, ein Brief. Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an, die ich verkaufe. Sie sind die besten, die man mit Geld kaufen kann. Und du kannst sie mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich bis bald. Gezeichnet Willy. Nice! Endlich neue Angeln. Wobei, wir haben Samstag, heißt, er verkauft heute gar nichts. Ach, ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Dann machen wir das morgen. Ja, dann wissen wir schon, was wir morgen machen. Hey, noch ein Brief. Hi Huxel, danke, dass du mir geholfen hast, das Tal zu säubern. Die Gewässer sehen viel sauberer aus. Ich denke, jeder wird es zu schätzen wissen. Ich auf jeden Fall. Als Dankeschön wollte ich dir beibringen, wie du deine eigenen Fasern anbauen kannst. Ich hoffe, es ist nützlich. Gezeichnet Linus, neues Herstellungsrezept Fasersaatgut. What? Klingt sehr, sehr nützlich. Wo sind die denn? Ah, da, Fasersaatgut. Pflanze diese zu jeder Jahreszeit, erfordert keine Bewässerung. Mit der Sense ernten. Okay, zu jeder Jahreszeit? Nicht schlecht. Wobei, ich brauche jetzt keine Fasern, aber auf jeden Fall interessant. So, guten Morgen, Anni. Hallöchen, meine kleine Lieblingskatze. Oh. Hallöchen, Ishatnaha. Mein Lieblingspferd. Ich liebe alle meine Tiere. So. Oh, nice. Brombeeren. Köstlich, köstlich. Direkt wieder raus aus der Höhle. Ich habe ein bisschen Angst vor den Fledermäusen. Aber nur ein bisschen. Hey, schon wieder Laich. Alter Schwede, wie oft laichen die denn? Moi, 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 moi. Moment. Sollte endlich mal den Zaun hier fertig bauen. Ach, wundervoll. So, jetzt sind aber die Tiere dran. Hallöchen! Guten Morgen! Oh, Eva. Na, hast du dich eingelebt? Hoffe ja. Und Zonk? Ja, Zonk ist auch glücklich. Jo, eins, zwei. Ey, Zonk! Drei, vier, fünf. In naher Zukunft bekommen wir ja auch eine Babyente, also eine weitere. Hallöchen, guten Morgen. Oh, Henry ist ausgewachsen. Alter Schwede, das heißt, wir kriegen jetzt richtig viel Milch. Nice, Dankeschön. So, bis später. Wir können auch gleich mal so ein paar Zäune hier austauschen. Ach, wobei, machen wir jetzt mal eben. Oh nein! Ach, das ist wie immer schwierig mit der Steuerung. Mach das einfach mal direkt, sonst vergesse ich es später wieder. Das sieht so schick aus mit den Hartholzzäunen. Hätte ich es mal direkt von Anfang an so gemacht.
11 Einheiten habe ich noch. So, Moment. Dann platzieren wir den Rest einfach mal hier oben. So, die Tore können ja stehen bleiben, ne? Okay, anscheinend nicht. Ah, okay. Nice. Yo, läuft. Hey, holy moly, was ist hier los? Erstmal kaputt machen. So, wie schaut's denn hier aus? Ist irgendwas fertig? Yo, der Stoff ist fertig. Der Wein ist fertig. Gelee ist fertig. Hier ist einfach alles fertig. So, ich würde vorschlagen, packen wir mal direkt die Brombeeren hier unten rein. Milch haben wir ja auch genug. So, drei Eier. Oh, und ich glaube, wir haben genug Laich, genau, für diese Einmachgefäße. Sehr schön, arbeitet alles, jau. Und schon sind wir fertig. Nice. Ja, ich würde vorschlagen, dann machen wir erst einmal im Gewächshaus weiter, ne? Da müssen wir ja definitiv noch ein bisschen arbeiten. Ja, also. Erstmal die nächste Reihe hacken. Dann kommen da wieder Sprinkler hin. Die Reihe hier, die ziehe ich durch. Und die Sprinkler kommen da oben auf das Holz drauf. Die restlichen. So, das heißt, wir brauchen noch 8 Sprinkler. Ein paar Samen habe ich, glaube ich, auch noch. Ich glaube, wir hatten irgendwie noch so gemischte Saat, ne? Genau, gemischte Saat. Reissproß. Wächst das da? Wächst in 8 Tagen heran. Wächst schneller, wenn es in der Nähe eines Gewässers gepflanzt wird. Ja, keine Ahnung. Wächst aber, glaube ich, trotzdem. So, das heißt, das Zeug pflanzen wir gleich. Wo klaue ich denn jetzt Sprinkler? Hier unten. Ach ja. Das ganze Feld wieder kaputt machen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, wir brauchen so viele Materialien noch. Na egal, das Let's Play wird ja noch ein bisschen dauern. Hey, noch mehr gemischte Saat. Und ein rostiger Sporn. So, die Holzplatten nehme ich auch wieder mit. Och, 13.50 Uhr schon. Moi, moi, moi. So, da kommen jetzt die Sprinkler drauf. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, aber ich glaube ja. Tja, und dann drauf mit der Saat. Keine Ahnung, was da rauskommt. Irgendwas Random-mäßiges. Es wird auf jeden Fall richtig cool aussehen hier, glaube ich. In naher Zukunft. So, Quatsch, was mache ich denn hier? Oh, ich wollte eigentlich gießen. Gehackt habe ich doch schon längst. So, okay.
Samen, Samen. Dann das Zeug. Nice! Und das war's. Nein, Quatsch. Einen Samen habe ich noch. Ja, also das Gewächshaus ist auf jeden Fall schon recht voll, ne? Hat ja nicht so lange gedauert. So, Leute, was schenken wir denn Evelyn? Die freut sich angeblich über Schokoladenkuchen. Und wir haben ja noch einen. Genau, Schokoladentorte. Kuchentorte ist wahrscheinlich dasselbe. Ja, einfach mal gucken. Dann brauchen wir noch ein bisschen was zu essen für die Mine. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Käse mit. So, noch ein bisschen aufräumen. Und los geht's! Auf zu Evelyn! Wir haben schon 16 Uhr! Alter Schwede! Boah, also ich glaube, das mit den Büchern wird heute wieder nix. Ich habe vergessen, wann das Museum bzw. die Bücherei schließt. Wir können ja direkt nach Evelyn mal eben darüber reiten. So, wo ist das Geburtstagskind? Hey, die ist gar nicht zu Hause. Okay. Oh, hallöchen! Herzlichen Glückwunsch! Oh, du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Dankeschön. Oh, so süß. So goldig. Oh, noch mehr gemischte Saat. So, können wir jetzt noch lesen oder nicht? Yes, sehr schön. Ja, keine Ahnung, ich nehme einfach mal irgendwie so ein random Buch. Tagebuch eines alten Bauern. Ich bin hier jetzt schon seit einem ganzen Jahr und habe mich mit den Einheimischen angefreundet. Fühlt sich ziemlich gut an und sie senden mir Geschenke und Familienrezepte per Post. Das ist ganz schön hilfreich. Was haben wir hier? Vogelscheuchen. Sobald du eine ganze Menge Pflanzen auf deinem Hof anbaust, musst du auch mit Krähen rechnen. Am Morgen merkst du vielleicht, dass die Krähen aus deiner harten Arbeit ihr Frühstück gemacht haben. Um diese lästigen Tiere fernzuhalten, kannst du beispielsweise eine Vogelscheuche in der Nähe deiner Pflanzen aufstellen. Aber denke daran, dass Vogelscheuchen nur für einen bestimmten Umkreis Wirkung zeigen. Auf einem großen Hof wirst du mehrere brauchen. Vogelscheuchen merken sich, wie viele Krähen sie verscheucht haben. Du kannst dadurch feststellen, ob sie an einer guten Position stehen. Sammlervogelscheuchen sind nicht nur zur Zierde da, sie funktionieren genauso wie das normale Modell. Okay. Oh, das Geheimnis der Sternenfallfrucht. Seit tausenden von Jahren sind Leute von den mysteriösen Kräften der Sternenfallfrüchte fasziniert, aber keiner weiß, woher sie kommen. Professor R.J. Kuttler, einer der leitenden Forscher auf dem Gebiet seltsamer Früchte, sagt Folgendes. Wir haben Spuren von genetischem Material auf Meteoriten gefunden, die der Sternfallfrucht sehr ähneln, aber eine Übereinstimmung ist noch nicht bewiesen. Abgesehen von ihren rätselhaften Ursprüngen ist diese eigenartige Frucht ungewöhnlich schmackhaft. Manche behaupten sogar, dass sie denen, die sie essen, spezielle Kräfte verleiht. Okay, ein Buch lesen wir noch. Reise des Präriekönigs, der Bombenerfolg unter den Videospielen. Wusstest du das? Jeder, der Reise des Präriekönigs abschließt, automatisch an einer Auslösung um einen besonderen Preis teilnimmt. Was? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Wusstest du, dass der Entwickler gesagt hat, dass der Protagonist auf einer echten Person basiert? Ein wahrer Cowboy-Held von einer Prärieinsel in der Edelsteinsee. Ey, krass, man kann da einen Preis gewinnen? Also das war mir auf jeden Fall nicht bewusst. Naja, gut zu wissen. So, auf in die Mine. Ja, auf welcher Ebene fangen wir denn an? Was brauche ich denn eher, Eisen oder Gold? Ich glaube Eisen, ne? Ja, dann gehen wir mal wieder so auf Ebene 70. Für Gold gehen wir auf Ebene 80. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Ah, das fühlt sich gut an. Das Wasser war noch nie so sauber.
Und das gilt auch für mich. Hahaha. Oh, der Linus. Ja, wir haben alles sauber gemacht. Wir haben den ganzen Müll da rausgefischt. Hallöchen. Danke, das ist wirklich nett. Oh, alle freuen sich über Käse. Bio-Käse von einem Biohof. So, Leute, Ebene 70. Okay, Daumen drücken. Ein Schleim. Naja. Okay. Und direkt die Leiter. So, was haben wir hier vorne? Nice, ein Smaragd. Und da unten sehe ich doch schon Eisenerz. Ja, das wird sich auf jeden Fall lohnen heute. Hey, eine gefrorene Geode. Die können wir zu Hause direkt mal in diesen Geodenbrecher packen. Hey! Blödes Mistviech. Wo ist die Zwergenschriftrolle? Ich will die Zwergenschriftrolle haben. Ach, dann halt nicht. Na gut. Auf zur nächsten Ebene. Könnt ihr jetzt auch alle Steine wegmachen, aber... Ehrlicherweise habe ich da keine Lust drauf. Momentchen, was haben wir denn hier noch? Nice, eine Höhlenkarotte. Immerhin. Hey, das sieht gut aus. Ein Topaz. Noch mehr Eisenerz. Okay, also die Ebene lohnt sich auf jeden Fall. Alter Schwede. Voll der Gegneraufmarsch. Na kommt schon, ihr könntet auch mal einfach hier diese Zwergenschriftrolle droppen. Was ist das denn hier? Habe ich das schon mal gefunden? Ach so, Aquamarin. Doch, das hatten wir schon mal. Einfach mal so ein bisschen random hier rumbuddeln. Okay. Oh, ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert, diese blöden Schriftrollen zusammenzukriegen. Ich meine, bei meinem ersten Playthrough hatte ich die super schnell zusammen. Aber ich glaube, da bin ich auch einfach nur jeden Tag in die Mine gegangen. Da habe ich gar nichts anderes gemacht. Okay, ein paar Fuzzis. Ach so, oh, wir sind wieder auf so einer sternförmigen Ebene übrigens. Das fällt mir aus irgendwelchen Gründen immer erst recht spät auf. So, 22.40 Uhr. Ja, dann schauen wir uns die Ebene noch an und dann gehen wir vielleicht mal so auf Ebene 80. Ah, okay. Eine Fusi-Armee. Ein Stück Kohle, ja witzig. Smaragd nehme ich auch noch mit. Oh, okay, 23.40 Uhr. Das ist aber wirklich schon wieder super knapp. Gucken wir uns nur Ebene 81 an, würde ich sagen. Ja, wow. Hier gibt es ja nichts. Es wird spät. Ja, ich weiß. Na komm, okay. Ebene 82. Kein Gold? Hey, da geht's direkt zu 83. Ah, ein bisschen Gold.
Ach, die Musik ist so geil hier unten. Oh, 0.30 Uhr. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt wirklich... Oh, ich muss wirklich weg. Wieso leuchte ich? Wurde auf jeden Fall verzaubert gerade, glaube ich. So, Leute. Knappe Kiste, wie immer. Schaffen wir das noch, die ganzen Gegenstände wegzusortieren? Ach, wobei, sonst verkaufen wir einfach mal ein bisschen was. So, das kann weg. Das kann weg, ja, auch, auch, auch. Ah, wobei, die Bombe behalte ich vielleicht noch. Ach, Quatsch. Wir haben noch genug Zeit hier zum Einsortieren. So, die Müllkiste, in Anführungszeichen. Das Schwert behalte ich, das können wir ja verkaufen. Okay, dann geht's jetzt erstmal ins Bettchen. Mensch, 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 Mensch. Das war wieder ein schöner Tag heute. Wie wird denn das Wetter morgen? Packt euch gut ein, Leute. Morgen wird es schneien. Ah, ich freue mich drauf. Na, wie viel Geld haben wir gemacht? Ah, okay. Knapp über 3000. Ja, ist eigentlich schon eine gute Summe pro Tag. 3000 ist ganz nett. Wir haben ja immer so 2500 bis 3000. Ja, liebe Leute, und an dieser Stelle endet auch schon der Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.